Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht. Das Zeitalter. Nicht so richtig. Die. Ja, die. Das mache ich. Wolltet ihr mich. Ich meinte, ich war. Möchte. Ihr so. Ich. Von Sam. Nee, nee, nee. Wollte. Was? Ich bin nach. Was führt mich wann? Nach dem. Und ich wollte. Wir sprechen. Wir haben es geschafft. Und wir haben es nicht geschafft. Oh, ein paar Schädel. Wer will die nicht? Ihr habt es leider auch nicht geschafft. Du hast es richtig geschafft. Kann ich auch. Nein. Und noch ein Schädel. Ein Schädel am Morgen vertreibt eure Sorgen. Okay, ich auch. Die geschmacklosen Witze sind nicht geschmacklos. Hätt's gedacht. Hier hinten ist irgendwas im Hintertürchen. Nein, heute ist nichts im Hintertürchen. Doch, geschmacklos. Hallo, ein neues Witz. In der Gruft hausen Ungeheuer. Oh, was für eine Gruft. Das Leben in der Armee ist hart. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Der Großmeister vom Orden der Flammenrose kam hier vorbei. Interessant. Das ewige Feuer beschützt keine Sünder. Nee, zu lange hier. Mehr Feuersteine. Meidet die Bettler. Sie tragen die Pest in sich. Von wegen. Seid gekommen. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. So kann ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es mit dieser Pest? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich... Ich bin immun. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von... Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja. Königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Visima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das... Bin ihnen nie begegnet. Ich frag... Was? Was hast du denn dabei? Unterirdische Pflanzen. Noch. Na gut, damalige Zeit und Bücher, ist klar, dass sie drin sind. Man kann nie wissen, wann die Bestie auftaucht. Die das Frage ist, der Armee halt, ist hart. Warum kommt die denn nicht hier rein? Naja. Hier ist irgendwie kein in der Schmiede. Dann... Standardmäßig zur Anschlagtafel. Huch, was ist denn passiert? Eine Anschlagtafel. Ein Grund zur Eile. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Das war mein Gedanke. Jupp, kenn ich. Ein Haftbefehl für den Professor. Na gut, toll. Ghoul-Vertrag. Aha. Metrobin-Vertrag. Aha. Und so. Interessant. Ein Haftbefehl. Nett. Dem ist unbedingt erwischen. Oh, ich hasse Husten. Betrunken. Okay, ja. Kirn. Zinken.
Bettler neuen Eintrag. Obwohl ich berühre. Ich hab die doch gerettet. Ah, interessant. Okay. Aber ich hab die doch gerettet. Ich blick die Welt nicht mehr. Ich hab's doch geschafft, dass sie noch lebt. Sie ist ja vorbeigelaufen. Oh, wir haben 6 Talente übrig. Gewandtheit. Nochmal Gewandtheit. Noch mehr Gewandtheit. Pfeile ablenken, wegstoßen und Faustkampf. Das ist noch bekannt. So. Bei den Intelligenz. Das ist auch nicht. Was gibt's denn noch so? Hm. Das kann ich schon. Gut, dann können wir noch einen Trank machen. Furchtbringerblick. Haben wir gelb? Wir haben nichts gelb. Oh, schade. Dann weg damit. Gut, los geht's. Jetzt unbekannt ein rotes Wort. Dann. Hier rein ins Gasthaus. Mhm. Oh, Kalkstein, du warst dort eben mit dem Auftrag. 3 Unzen Optima Mater. Ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Du musst der Kalkstein heißen. Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihm. Mhm. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung postmortem zustimmen. Redet weiter. Und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut. Tut mir leid. Gut, ich hätte jetzt gesagt, ich sterbe sowieso nicht so schnell. Hey, natürlich. Ihr braucht wohl gut Blut. Man sagt, ihr braucht... Oh, habt ihr welches? Nein. Ich komme wieder zu... Ich brauche das... Stress hier nicht so rum. Ich wollte was fragen. Ihr seht nicht wie ein Einheim. Ich lebe in Visima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation... spezifisch? Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen.
Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Visima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Fragt ihr die Leute? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Ja. Braucht ihr die Hilfe? Ja, lest die... Hab ich schon. Ich wollte... Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben! Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Was ich sagen wollte eigentlich noch, au contraire, das ist die Mathematik. Haha. Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Woher bekomme ich die... Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Ja, wenn ich ungeheuer Gewebe oder Organe brauche... Also, ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Ich interessiere mich... Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Ja, dann haben wir, glaube ich, genug gehört. Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Lebt wohl. Oh, eine Entschuldigung. Schon mein. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Hm. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Bier.
Einen Augenblick. Ihr seid ja sehr redselig. Vergebt mir. Eure Schönheit raubte mir die Sprache. Ach, ihr wisst, wie man einer Frau schmeichelt, schöner Mann. Schon so geht. Genau, so ein Alkohol. Nee, das ist noch nicht. Fisch. Wir haben ein bisschen was. Ich glaube, wir können noch mehr Fisch verkaufen. Den Rest behalten. Wir brauchen alchemistische Grundstoffe. Genau, Schmalz brauchen wir natürlich auch nicht. Rollenwodka, Kräuterwodka, Fischkästen. Ordentlich. Nein, so viel Geld haben wir nicht. Ich wollte noch was reden. Vorerst nichts. Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Wenn du nicht arbeitest. Hört ihr nach der Arbeit auf, anständig zu sein? Wie könnt ihr es wagen? Entschuldigung. Was für ein Flegel. Ich muss jetzt. Schickt euch ins Knie, Perversling. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Nein. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein... Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Mhm. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Mhm. Ehrlich? Wieso ich? Risiko ist euer täglich Brot. Meine Börse ist so leer wie das... Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein... Wundert mich nicht. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Ein... Wer ist die... Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie... Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er... Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt ihr denn gut vom... Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Lebt wohl. Will denn niemand seine Kräfte messen? Was heißt ihr? Ist alles. Danke für das. Ja, vielleicht hätten wir es besonders gut gebrauchen können. Verflixt und zu wild. Für etwas Ruhe und Frieden. Nicht gut, ich bin gleich unter dem Tisch. Was ist denn falsch mit dem? Ich vertrage mehr als ihr. Ihr könnt wahrlich einen Stiefel vertragen. Kriege ich keinen Siegespreis? Hab jüngsten mit einem Kaufmann gepichelt. War ein Schwächling. Nimm dieses Buch. Danke. Was ist das? Das haben wir auch schon. Interessant. Die Stimme gerade. Ungeheuer. Das ist auch schon egal. Vielleicht werde ich mit meinem Schwager Ziegel backen in den Sümpfen. In Vizima habe ich die Rinnsteine gereinigt. Das kann ich noch zeigen. Irgendwie hat sie sich trotzdem Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Ich poliere die Fresse!
hin. Irgendwo hin. Wohin wollte ich? Da hin. Wir kommen noch dahin. Einen Fuß von dem anderen gerührt. Wir latschen jetzt. Was ist das? Hin. Ui. Oh, das ist ein Fass. Ein Fass ist das. Ich muss das Fass leer trinken. Thomas und Feuerstein zurück. Nun, Frisur 2. Zweimal. Ach, wir sind hier in der Runde. Das läuft zum Feuer. Nein, nun nicht ins Feuer. Nein, das läuft doch nicht weg, ohne ich. Oh, eine Kiste. Oh, noch ein Fass. Ein Fitness. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen. Ich sagte, wir haben keins mehr. Na gut, mal. Gut, trinkt aus wie... Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Könnt ihr mitlesen? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Hexer. Ich bin ein... beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Was kann ich... Warum so düsterer... Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahin gegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Es war frostig und beißend kalt. Aber wie büßt. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Wahrscheinlich eher, weil sie den ganzen Schmutz rausgebracht haben. Ich suche... Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in Ordnung. Was kann ich... Habt ihr... Ja. Ich... Kann ich auch draußen ein Feuer finden. Okay. Es wird... Ach, stopp doch, ich wollte das einladen. Was... Und zwar die Axt, die brauchen wir nicht. Und den Dolch, die brauchen wir nicht. Was noch? Den 10 Feuersteine brauchen wir eigentlich nicht. Den Saphir, den ist so groß, meine ich. Saphir, damit können wir nichts anfangen. Wasser. Ein bekannter Trank, aber das ist doch nicht so sehr. Die Bücher, da warten wir mal ein bisschen, was ich wirklich die anbringen verkaufen kann. Zwei Sorten. Na, das sieht nach dem Auto.
Hm, ich brauche mal 2000. Wollt ihr verlieren, Fremder? Von der Bulle natürlich. Auf keinen Fall. Nicht mit mir. No, komm. Wollt ihr verlieren? Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Wie bitte? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Keine Herausforderung. Ihr kämpft wie ein Mädchen. Ich will das Maul. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Ich kann schlecht mich machen mit ihm. Wer will einer aufs Maul? Wollt ihr? Auf keinen Fall. Moment. Wollt? Ohne. Wir werden. Keine Herausforderer? Jetzt zählt mir nicht so gemein. Hallo? Hallo? Ja, okay. Wer will einer aufs Maul? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Grün wie ein Besenstiel. Na? Langweilig. Wieder verloren. Ja. Wer will einer aufs Maul? Wollt. Na komm. Auf keinen Fall. Noch komm. 21. Auf keinen Fall. Ach toll. Wollt. Gut, 21. Wir. Ziemlich lange. Schlag mich, ihr Memme! Ihr kämpft wie ein Mädchen! Alter Schiede. Polier euch die Fresse! So ein bisschen der Endmove. Ihr habt nix da, ihr Lieber, wenn du das. Du kämpfst wohl nicht mehr mit mir.
Schau an, ein Hexer. Schau an. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Erzählt mir von... Die Regeln sind ganz klar. Ich bin da. Ich bring euch um, Bastard! Das ist immer nicht mit. Das zählt mir nicht. Na komm. Ich bring euch um, Bastard! Kämpft ihr oder seht ihr zu? Wo ist mein... Wählt. Zwei Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu. Ein Ring oder Bargeld? Ich nehme den Ring tatsächlich. Den Ring. Hat mir eh nie gefallen. Kommt doch an, was für ein Ring ist. Das ist ein Diamantring. Zum Glück habe ich nicht das Geld genommen. Was kann ich für... Kommt auf, wenn du hier stehst. Es sonst noch was? Ach, ich bin nicht. Haben wir schon was zu tun, ne? Dann würde ich sagen, ich verdiene noch mal ein bisschen Geld. Dann kommen wir die Folge. Auf Wiedersehen.